Liebe Gemeinde im Herrn, ich begrüße Sie alle zur Feier der Heiligen Eucharistie heute an den 24. Sonntag im Jahreskreis ganz herzlich. Wir beten auch für unsere Familien, für unsere Verwandte und alle, die unsere Gebete benötigen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Bitte nehmen Sie Platz. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Liebe Gemeinde im Herrn, die erste Lesung und das Evangelium nehmen dieses Thema auf. In der zweiten Lesung mahnt Paulus Christen unterschiedlicher Meinung, sich ganz auf Christus auszurichten. So finden sie zur Einheit. Im Kreuz will die eine Vergebung offenbar, die alle Grenzen sprengt. Nun bitten wir den Herrn um sein Erbarmen und seine Gnade. Herr Jesus Christus, du lufst uns auf, anderen zu verzeihen. Kyrie eleison. Hab Geduld mit uns Sünden. Christe eleison. Bei dir finden wir Mitleid und Erbarmen. Kyrie eleison. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen.
Lasset uns beten. Du Schöpfer und Lenker aller Dinge, ziehe gnädig auf uns, gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Groll und Zorn, auch diese sind Gräuel, und ein sündiger Mann hält an ihnen fest. Wer sich rächt, erfährt Rache am Herrn. Seine Sünden behält er gewiss im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben. Ein Mensch verharrt gegen einen Menschen im Zorn, beim Herrn aber sucht er Heilung. Mit einem Menschen gleich ihm hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung. Er selbst, ein Wesen aus Fleisch, verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben? Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft. Denk an Untergang und Tod und bleib den Geboten treu. Denk an die Gebote und grolle deinem Nächsten nicht. Denk an den Bund des Höchsten und übersieh die Fehler. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wort des lebendigen Gottes. Hallelujah.
spricht der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal. Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknechte vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr herrufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder vom Herzen vergibt. Das Evangelium, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Hab Geduld mit mir. Liebe Gemeinde im Herrn, sind wir unfähig geworden, Schuld zu empfinden, unfähig, Schuld einzugestehen, unfähig, uns als Schuldige anzunehmen? Das Bedürfnis, stets für sich selbst eine reine Weste zu fordern, Versagen und Schuld aber nur beim anderen zu suchen, ist zu einem groß angelegten Verdrängungsmechanismus in unseren Tagen geworden. Nur wer bereit ist, für sich Schuld anzunehmen, wird sich ein Gewissen machen. Nur wer erlösungsbedürftig ist, kann die Erlösung auch annehmen. Als glaubende Christen ist uns diese Zuversicht gewiss. Wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Wer an Christus und seine Erlösungstat glaubt, der braucht sich selbst nicht zu überschätzen. Er muss nicht leisten, was er nicht kann. Schwachheit, Schuld und Sünde braucht er nicht zu leugnen. Er hat keinen Grund, seine Armseligkeit zu verdrängen. Weil Gott ihn annimmt, deshalb vermag er sich selbst anzunehmen. Weil Gott zu ihm steht, deshalb kann er zu sich selber stehen und zu all seinem tun. Er darf Sünder sein und er kann dies vor sich, vor seinen Mitmenschen und vor Gott zugeben. Dieser Glaube gipfelt in dem scheinbar widersprüchlichen Lobpreis der Osternacht. O glückliche Schuld, welche großen Erlöser hast du gefunden? Dies ist eine der Kernaussagen des Neuen Testamentes. Gott ist größer als unser Herz, als unser Gewissen, das uns verurteilt. Wir dürfen uns immer neu zusagen, im Glauben an Christus, den Auferstandenen, sind wir gerettet, sind wir herausgerissen aus aller Verzagtheit und Angst, sind hineingenommen in die Fülle des gütigen, verstehenden Erbarmens unseres Gottes. Wir leugnen nicht die Nacht, die Dunkelheit menschlicher Existenz, aber wir glauben, unsere Nacht erleuchtet vom Lichtkranz Christi. Durch seine Nähe wird für uns die Nacht zum erlösenden Tag. Schuld und Sünde sind eine Realität im Leben des Christen, im Leben der Kirche, im Leben eines jeden Menschen. Aber ihre Wirklichkeit ist aufgehoben im Frieden, den Gott allen schenkt, die an ihn glauben. In jeder Eucharistiefeier wünschen wir uns gegenseitig den Frieden des Herrn. Jetzt mit Corona ist es ein bisschen anders geworden. Wir tun es mit dem vorausgehenden Gebet. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche.
Beides sollte uns dabei in Erinnerung kommen. Das Bewusstsein unserer Schuld und der Glaube, dass wir von Gott her Entschuldigte, Erlöste und Befriedete sind. Beides lässt uns leben, versöhnt mit unserem Schicksal, mit den anderen und uns selbst. Als so Versöhnte können wir Zeichen der Hoffnung werden, dass Menschsein möglich ist. Hab Erbarmen mit mir. Amen. Nun sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, Vater des Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen angeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gerieten unter Pontius Pilatus, gekreuzt, gestorben, begraben, hinabgestiegen das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren dem Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort her wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und Auferstehung der Leben. Amen. Gottes Sohn ist für uns gestorben, damit wir von Schuld befreit leben können. Ihn bitten wir. Herr, schenke allen, die in der Kirche dein Evangelium verkünden, den Mut, selber Fehler einzugestehen. Christus, höre uns. Hilf den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, das Wohl aller zu erkennen und zu verwirklichen. Christus, höre uns. Befähige alle Christen, einander die Schuld zu vergeben und sich liebevoll anzunehmen. Christus, höre uns. Stärke die Kranken und Leidenden in ihrer Schwäche, damit sie von Krankheit und Leid befreit leben können. Christus, höre uns. Erweise dich an unseren Verstorbenen, besonders auch an Benjamin Aumeier, der in dieser Woche Sterbetag hat, und allen Toten als der Barmherzige, und gib ihnen dein ewiges Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Bitten wir auch mit der Häusl-Familie für die verstorbenen Nachbarn. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, in dir kommt Gottes Liebe unserem Handeln zuvor. Lass uns aus deiner Liebe leben, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneut. Durch sein Leiden unseren Sünden getilgt. In seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen. Und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Losten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deinen Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir. Deine Wiederkunft erwarten wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lasse uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auf ihr stehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, vor sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von dem Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, der mächtige Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott, wie köstlich ist deine Huld! Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Die Verlautbarungen. Heute ist um 11.30 Uhr die Taufe von David Scheuchenpflug. Am Montag ist die Messe zum Schulbeginn, wir feiern Kreuzerhöhung, Dienstag Gedächtnis der Schmerzen Mariens, Mittwoch heiliger Cornelius und heiliger Zyprian. Die Gottesdienste sind zu den gewohnten Zeiten. Am Samstag ist um 14 Uhr die Trauung von Karin Schmalzer und Daniel Kohlruss. Die Sammlung für die Ministranten ergab 1.474 Euro, vergelt's Gott im Namen der Minis. Heute findet ab 18.30 Uhr die Fatima-Wallfahrt nach Kaltenberg mit Pfarrer Basil statt, 19.30 Uhr Fatima-Messe mit Lichtfeier. Am Montag ist der Schulgottesdienst um 8 Uhr für die Volksschüler. Im hinteren Teil der Kirche, also der alten Kirche, sind die Plätze für die Angehörigen und Mitfeiernden vorgesehen. Der Mittagstisch in Oberndorf entfällt diese Woche. Am Samstag, den 19. September um 19 Uhr findet diesmal die Dekanatsjugendmesse in der Pfarrkirche Unterweißenbach statt. Bitte zu beachten, nächste Woche gibt es nur zwei Pfarrgottesdienste. Aufgrund der Feier der Jubelhochzeit mit 19 angemeldeten Paaren ersuchen wir im Hinblick auf die derzeitigen Platzbeschränkungen die Pfarrbevölkerung ausnahmsweise auf die Frühmesse beziehungsweise Samstagvorabendmesse auszuweichen. Die Sitzplätze in der Kirche werden um 9.15 Uhr für die Jubelpaare und die Familie namentlich reserviert. Danke für euer Verständnis. Liebe Gemeinde im Herrn, ein Wort des Dankes. Morgen fahre ich zurück nach Innsbruck. Ja, eine Woche war ich hier gewesen und es war für mich eine große Ehre und Freude, mit euch allen diese Zeit verbringen zu können. Ich kann nur diese Zeit mit den Worten von Kaiser zusammenfassen, dass es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen und erholsamen Sonntag. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir und bleiben wir in seinem Frieden. Amen.